So Leute, komplett ernstes Thema. Ich versuche das jetzt irgendwie geradeaus rüberzukriegen, weil ich lache seit heute Mittag. Aber gut. Also folgende Vorgeschichte. Am 29.05. habe ich die Pressemitteilung einer Partei aus dem Kreis Heinsberg veröffentlicht, in der heißt es, dass die beantragen, dass der Bodenbelag auf einem Skaterplatz verbessert wird. So weit, so gut. Also nichts Außergewöhnliches. Also soll halt eben der Boden eines Skaterplatzes gemacht werden. Heute nun bekomme ich einen dicken, fetten, großen, schweren Brief. Und ich denke, okay, was mögen die wollen? Drohnenaufnahmen von irgendwas oder keine Ahnung. So, besagte Firma aus Münster schreibt mir diesen Brief hier, nur damit ihr mal gesehen habt. So, darin schreibt man unter anderem Ihr Beitrag vom 29.05. auf der Homepage Heinsberg Magazin. Dazu die Kopie von dem Ding, ungelogen, die Kopie von dem Ding, von dem Beitrag vom 29. vom 9. Ist ein ernstes Thema, also ich probiere vom 29.05. Und da kann man auf meiner Homepage lesen, dort wird das Wort Skaterplatz gebraucht. Ein Wort, das wir immer wieder hören und lesen müssen, genau wie Skaterpark. Denn leider hat sich vor allem dieses Unwort im Sprachgebrauch etabliert. Vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, dass es falsch ist. Nicht nur Laien und Nicht-Skatenden unterläuft dieser Fehler, sondern auch Profis innerhalb der Rollsportszene. Ich bin ja beruhigt. Einen Skaterpark bzw. eine Skateranlage, Skaterplatz gibt es nicht. Es heißt Skatepark ohne R. Wisst ihr Bescheid? Mein erster Gedanke, alter Klugscheißer, mochte früher schon keiner. So, jetzt runter. Also, es war mein erster Gedanke. Also, ich lache jetzt noch, ich find das herrlich. Darunter, denn wenn jemand das Wort Einzigste benutzt, macht man den oder diejenige höflich auf den Fehler aufmerksam. Warum also dieses Verhalten nicht auch bei Skaterpark, Skateanlage und so weiter etablieren? Schließlich sprechen wir auch nicht von einer Läuferbahn oder einem Fußballerplatz. Steht da drin. Also zu dem Brief. Jetzt kommt der Knaller. Zu dem Brief und der Kopie von, ja, bekomme ich eins, zwei, Moment. Mir fällt ja. Sorry, mir fällt hier gerade alles aus der Hand. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. Ich bekomme sechs Aufkleber, wofür auch immer, wahrscheinlich fürs Auto. Aufkleber, auf denen zu lesen ist, Hashtag, es heißt Skaterpark. Ist okay. Zu den Aufklebern, drei Postkarten. Also ihr könnt euch vorstellen, es war ein etwas dickerer Brief. Drei Postkarten. Hashtag. Es heißt Skaterpark. Nee, es heißt Skatepark. Es heißt Skatepark. Lesen kann ich auch schon nicht mehr. Leck mir gefallen. Also, was mache ich jetzt aus dieser Information? Also, mein erster Gedanke ist, frag mal so ein Buch ein, das gibt es online, kennt heute kaum einer noch, Duden. Im Duden habe ich ich kann nicht mehr, eingegeben, Skateranlage. Ich blende das jetzt mal einfach an. Unter Skateranlage finde ich Blättern im Alphabet davor: Skaten, Skate Night, Skatepark, Skater, nochmals, ja, vielleicht heißt auch Skater, keine Ahnung, wieder Deutsch hier. Skaterin, Skaterpark, es steht im Duden Skaterpark. Darunter, jetzt habe ich zuerst gelesen, auch total bekloppt. Skatefreund, nee, aber da steht Skatfreund und Skatfreundin. Also ihr seht es ja. Nein, also ich finde persönlich diese Idee hier also genial. Also wie gesagt, ich lache seit heute Mittag hier. Also ich glaube, ich werde es auch im Leben, selbst wenn ich 112 werde, ich werde es im Leben nicht mehr vergessen. Also Freunde, es heißt nicht Skateranlage, es heißt auch nicht Skaterplatz, es heißt Skatepark. Also bitte beherrscht das. Ja, ich mache noch ein
paar Bilder hinten dran von dem neuen Skatepark in Hückelhofen. Den ist man gerade am Aufbauen. Ja, guten Abend noch oder gute Nacht noch.